Ja. Wie fangen wir das Ganze wieder an? Wisst ihr was, Leute? Ich mache einfach den Tesco. Dem wurde vor ein paar Jahren vorgeworfen, ein PlayStation an Abonnenten verkauft zu haben, allerdings nie die PlayStation-Geräte losgeschickt zu haben, sondern nur das Geld kassiert zu haben. Dann hat er nach ein, zwei Monaten YouTube-Pause einfach wieder ein Video hochgeladen, das hieß irgendwie die Besänftigung des Volkes oder so, ist dabei nie auf die PlayStation-Sache eingegangen, sondern hat einfach ganz normal weitergemacht mit YouTube und keine Sau gejuckt. Und so ähnlich ist unsere Situation jetzt hier auch, nur dass ich halt niemanden wegen Geldproblemen abgezogen habe. Und naja, das waren jetzt erstmal ein paar passende einleitende Worte ins Jahr 2018 von UX Charlie. Ich wollte eigentlich noch eine Produktplatzierung an Heiligabend hochladen, aber ich habe mir dann gedacht, ach nee, das ist doch zu eklig. Oh. Ja. Ich könnte euch jetzt... Oh, wenn ich falle, dann kriege ich... Oh mein Gott, ist das peinlich. Hoch, nehme ich auf, ja, ne? Ich könnte euch jetzt mitteilen, was im Dezember alles bei mir los war. Meine Freundin hatte Geburtstag, dafür brauchte ich ein Geschenk. Auch noch ein Geschenk für meine Freundin, natürlich zu Weihnachten. Und generell auch zum Nikolaus und auch zu Weihnachten für meine ganzen Familienmitglieder. Ich habe zwar viele Videos aufgenommen für den Adventskalender, allerdings war dann auf einmal beim Schneiden der Ton unglaublich schlecht von dem Mikrofon, weil der nicht anscheinend mit meinem PC richtig ganz funktioniert. Da habe ich erstmal alle Softwares deinstalliert, wieder installiert, dann ging es einigermaßen, dann habe ich wieder aufgenommen. Dann war aber schon wieder der 9. oder 10. Dezember. Könnte ich aber auch wieder keine Videos hochladen, weil wir eben bei meiner Freundin waren, weil die eben Geburtstag hat. Und dann habe ich mir gedacht, ach scheiß drauf, ich mache einfach mein fucking Portfolio für die Uni fertig. Und besorgt die ganzen Geschenke, aber das müsst ihr ja da draußen eh. Also ich meine, das wäre mir auch bewusst, dass ich Geschenke besorgen muss, ja. Ich habe dann einfach gedacht, ach, ich mache jetzt einfach das Portfolio für die Uni halbwegs gut fertig und dann gebe ich lieber das ab, anstatt einen halbfertigen Adventskalender eh schon jetzt zu haben und dann noch einen Teil 2 zu machen oder so. Dann muss ich mich nämlich mit vielen spannenden Texten auseinandersetzen, wie zum Beispiel dem von Georg Frank. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Es wäre eigenartig, wenn eine Gesellschaft, die der Attraktivität frönt, nicht auch der Neugier heiligen würde. Neugier und das Verlangen nach Zuwendung sind Geschwister. Sie sind die beiden freischwebenden Arten des Begehrens. Sie werden wie leibliche Bedürfnisse verspürt, haben sich aber vom physischen Anlass des Begehrens emanzipiert. Gib mir Sperrfeuer! Ich wiederhole nochmal. Sie werden wie leibliche Bedürfnisse verspürt, haben sich aber vom physischen Anlass des Begehrens emanzipiert. So wie bei mir und Call of Duty. Denn ich wurde noch nie auf ein Activision Call of Duty Event eingeladen. Ich spiele seit gut 3 Jahren in fast jedem meiner Videos Call of Duty. Jedes einzelne Call of Duty. Und ich wurde noch nie von Activision auf ein Call of Duty Event eingeladen. Das soll sich im Jahr 2018 ändern. Das ist meine Mission. Mein guter Vorsatz für 2018 ist, auf ein Activision Call of Duty Event eingeladen zu werden. Für das neueste Call of Duty. Einfach das... Ich würde sogar fucking DLCs zocken, sind wir ehrlich. Und wenn ich nur DLCs testen soll. Ich möchte auf ein Activision-Event. Und das ist mein Ziel. Oder WoW, was weiß ich. Und ich möchte im Jahr 2018 auf jeden Fall Gewicht abnehmen, denn nicht nur ihr in den Kommentaren habt gesehen, dass ich dicker geworden bin. Nicht nur ihr in den Kommentaren habt das gesehen. Nicht nur ihr in den Kommentaren. Nicht nur ihr in den Kommentaren. Oh, wow, was ist mit der FG passiert? Oh, wow. Ich habe das auch bemerkt und deshalb möchte ich unbedingt abnehmen. Ihr könnt das auch ein bisschen verfolgen auf Instagram, wenn ich, denke ich mal, jeden Monat irgendwie ein Bild posten, wie ich jetzt so im Gesicht zumindest aussehe, ja, denn dann daran kann man das, denke ich mal, auch ganz gut erkennen. Und sowieso auf Snapchat werdet ihr das wahrscheinlich auch noch mitbekommen. Auf Snapchat heiße ich Z. Charlsen und auf Instagram Charlie Warfels. Einfach folgen, Leute. Folgt mir, Freunde. Mit gemeinsamen Kräften können wir viel erreichen, so wie ich gerade mit der Sniper. Oh. Oh Mann, das ist doch lächerlich. Und Leute, wenn ihr mir bei Instagram folgt und mir meine Bilder liked, dann like ich auch ein paar von euch zurück. So Like-for-Like-mäßig, Leute. 2011. Und wisst ihr was? Damit wir uns gegenseitig motivieren als Community, schickt mir mal Snaps, wenn ihr im Fitnessstudio seid. Und dann fragt ihr mich, ob ich auch gerade im Fitnessstudio bin. Und dann machen wir so eine Community-Cringe-Aktion. Coole Ideen von 2012. Abgehakt. Nee, macht das ruhig. Ted Charles in Snapchat, Charlie Waffles Instagram. Ein Community-Projekt. Mega die scheiß Idee. Ich sende vielleicht auch ein paar Leute anderen Leuten selbst zurück. Ich ernähre mich sogar gesund. Ist da Honig drauf? Kann nicht sein. Ah, okay. Komm, zeig deinen Kopf. Oh, Wix Charlie ernährt sich gesund in Videos. Habt ihr es gerade gesehen? Sprung nochmal zurück. Ich möchte außerdem gerne in COD besser werden 2018. Ja, das geht tatsächlich. Also nicht, weil ich zu gut bin, sondern weil ich... Also, ach Leute, das ist so ein richtiger Wissiger-Maßer, wenn sie nicht gerade anfangen. Ja, da haben wir beide angesprungen. Das Duell der Giganten, Motherfucker. Bei meiner Mission, besser zu werden, begleiten mich jetzt übrigens die Razix von Gamix, ja? Das sind so kleine Aufsätze, die könnt ihr euch so auf den Controller packen. Und dann rutscht ihr halt weniger ab. Also ich schwitze sehr viel beim Zocken, da ich eben auch jetzt dick bin. Daher sind die auf jeden Fall was Gutes für mich. Also falls ihr auch beim Zocken schwitzt, die kann man sich so bestellen. Also wir haben die von UX alle zugeschickt bekommen. Und jetzt versuche ich, besserer Spieler zu werden. Ich hab, Leute, ich habe viel vor. Ich bin sonst niemand, der sich irgendwie was vornimmt. Deswegen...
macht er da? Also ich bin sonst halt jemand, der sich denkt, ja und das könnte ich machen. Daran könnte ich besser werden, aber ich bin halt niemand, der sich das so wirklich vornimmt. Und das klappt dann auch manchmal, aber ab und an kommt dann auch ein Nikolaus-Adventskalender dabei rum. Halt nur bis zum Nikolaus. Ab und an. Übrigens für die ganzen Leute, die immer so Sauf-Stories hören wollen oder generell Stories von Partys, die ich so erzähle, dann lasst einfach mal eine Bewertung auf dieses Video da, damit ich sehe, dass ihr darauf Lust habt. Denn an Silvester ist auch das ein oder andere passiert. Ihr könnt, achten Leute, wie Community-bezogen wieder. Community-bezogen, Freunde. Ganz wichtig heutzutage. Ihr schreibt in die Kommentare eine kleine Geschichte oder irgendetwas, was mir oder generell auf der Silvesterparty, auf der ich war, was da passiert sein könnte. Entweder mit mir oder mit irgendeinem Gast oder so oder mit Floyd. Floyd war übrigens auch dabei, falls ihr Floyd von UX kennt, mit dem habe ich zusammen gefeiert. Ja, das ist so ein bisschen nerdmäßig gewesen, aber denkt euch mal eine Geschichte aus und die beste bzw. die lustigste, nicht die, die am ersten dazu passt, was in Wirklichkeit passiert ist, sondern die lustigste oder die verrückteste oder was weiß ich, die lese ich im nächsten Video vor. Also ihr habt die Chance, in ein Video integriert zu werden. Leute, ist das nicht klasse, Alter. UX Charlie 2018 Community verbunden, Social Media Präsenz, fehlt nur noch ein cooler Outro-Song. Also ihr merkt wahrscheinlich schon, dass hier jetzt nicht das einzige Video, was 2018 online kommt. Glaubt mir, Leute, es ist noch nicht vorbei.